So, herzlich willkommen zum neuen Video von Womo Adventure. Ja, diesmal sind wir zuerst auf der Donau mit einem ziemlich schnellen Boot und haben uns ein paar alte Geschichtssteine angesehen. Und dann geht's durch das Land mit dem Camper durch Serbien durch, an der Donau entlang zuerst, dann ins Landesinnere zu einem Nationalpark. Dann geht es ab in die Berge hoch, Offroad erkunden, eine riesen Velotour haben wir, also Fahrrad, Biketour haben wir gemacht. 40 Kilometer waren es insgesamt, das war Wahnsinn. Und dann geht es in eine Höhle und danach geht es dann Offroad mit dem Camper da in die Berge hoch. Ja, also dann lassen wir los und viel Spaß beim Gucken, bis später. Also dieser Stein wurde genau 100 nach Christus hergestellt für den Kaiser Trajana, Römisches Reich. Weil die haben da diese Straße gebaut, die ist übrigens unterhalb von uns, weil da wurde ja ein Staudamm gemacht. Und der Stein wurde dann hochgehoben und dahin platziert, damit er nicht verloren geht. Aber ursprünglich ging dieser römische Weg hier unten durch. Ja, das ist zum Gedenken an ihn gemacht. Unsere Bootstour, die wir noch gemacht haben mit einem richtig guten, schnellen Boot. Ein paar Highlights besichtigt, war schön kühl, angenehm. Und jetzt geht es weiter an der Donau entlang. Auf dieser anderen Seite bin ich letztes Jahr von Bulgarien zurück nach Hause gereist. Hier auf dieser Seite in Serbien bedeutend weniger Verkehr. Auf der anderen Seite einiges mehr an Verkehr, ist halt EU. Aber hier ist irgendwie viel schöner. Also wunderschön auf dieser Seite, kann ich sehr empfehlen. Kaum Verkehr, viel Natur, kaum Städte, einfach alles noch frei. So, da ist der Staudamm. Staudamm und auch Grenze, Grenzpunkt, um nach Rumänien rüber zu kommen. Ich glaube, es ist offen. Ja, es ist offen. Da wird die ganze Donau gestaut. Ich habe gelesen, die Hälfte der Stromproduktion für Rumänien, aber offenbar auch etwas für Serbien. Nochmal schöner Ausblick rüber nach Rumänien, Donau, wie immer. Es ist 35,5 Grad. So, wir sind in Kladovo angekommen. Ich denke, eine Hafenstadt, auch auf der rumänischen Seite, alles Kräne. Und wir verlassen jetzt die Donau und fahren wieder so halbwegs zurück ins Landesinnere. Zumindest so ein paar Kilometer. So, wir sind wieder an der Donau.
schon ein Weilchen. Ja, die Donau, die zieht sich in die Länge. Hier noch ein paar Landschaftsbilder. Wir sind jetzt Richtung Negotin unterwegs und werden da durchfahren oder vorbeifahren. Wir sind im Landesinneren und nur Landschaft, nicht mal ein Haus, weit und breit, seit langem jetzt schon. Vielleicht sind sie schön versteckt, aber hier sieht man echt richtig schön, noch nicht alles verbaut. Bergbaugebiet, hä? Hier wird irgendwas abgetragen. Ja, so sieht die Landschaft aus, wenn der Mensch da eingreift. Also, hier sind wir in Bor. Diese Stadt oder das Dorf heißt Bor und lebt wohl von diesen Vorkommen, Steinvorkommen. Da steht hier rum. So, da habt ihr noch ein Museum auf der Straße. Alte Bau. Alte Baumaschinen. Gucken wir jetzt an, hä? Hier diese Riesenteiler, mit denen wird übrigens auch Lithium abgebaut. Was die an Diesel verbrauchen, das ist gigantisch. Das ist Wahnsinn. So, wir verlassen die Stadt. Es ist verdammt heiß, 39 Grad, und wir fahren da durch immer noch grüne, mehrheitlich grüne Landschaft. Die Motortemperatur bei mir, die geht bis auf 105 Grad etwa, anfangs rote Bereich, sie bleibt dann aber da stehen. Jedes Mal, wenn es mit Volllast den Berg hochgeht, dann geht die da bis anfangs rote Bereich. Ja, alles wird ein bisschen beansprucht bei dieser Hitze. Wir gehen wieder mal über sieben Brücken. So, wir sind am Ziel an der Höhle, aber heute wird das nichts, weil die hat jetzt zu. Es ist schon 5 Uhr etwa. Und hier oben hat es einen Parkplatz zum Glück. Und da werden wir jetzt übernachten und vor dem Eingang der Höhle sitzen, weil es da kalt ist. Oh, da kann man baden. Hey, da gehen wir gleich runter. Tja, die Angie hat das auch schon entdeckt. Die war schon halb im Wasser. Angie, hast du Wasser? Ja, fein! Das Bädele! Hä? Ja, fein! Ja, die Ayla, die steht da hinten im Wasser. Da, die hat auch schon das Wasser gefunden. Es ist fast 40 Grad, wahnsinnig heiß. Und wir sind froh über jede Abkühlung.
Wasser kommt von der Höhle und es hat, keine Ahnung, 5 Grad. Es ist saukalt. Da unten kommt's raus. Aber man hält das nicht lange aus. Die Füße frieren ein. Oh Gott. Aber schön. Feins was. Ne? So, morgen 5:30 aufgestanden. Jetzt gehen wir auf eine Fahrradtour an diesem wunderschönen Ort. Da ist die Höhle, die gehen wir später besuchen. Früh übt sich, es ist schön kühl und jetzt geht's los mit dem. Ja, hier scheint eine Offroad-Strecke zu sein. Vielleicht fahren wir da hoch. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde am Trampeln und die Sonne fängt schon an zu brennen. Ja, man fängt schon an zu schwitzen. Wir haben den ersten Aussichtspunkt erreicht. Wir fahren gleich downhill da runter. Nein, das machen wir nicht. Aber guckt euch das an. Wow, eine Schlucht, fast nicht passierbar. Schön. Ja, noch diese Seite. Geil, hä? So, wir sind in einer Höhle am Suchen, irgendwo hier hinten hat es eine Höhle, vermutlich schwer zugänglich, bei Maps ist sie eingetragen und ich hoffe, wir finden sie, dann kühlen wir uns etwas ab. Also hier eine Höhle zu finden ist verdammt schwierig. Ich habe schon ein paar gesucht, manchmal ist sie einfach irgendwo im Boden ein Loch. Aber ja, die Koordinaten stimmen offenbar nicht. Ich stand genau auf dem Punkt, aber da war nichts. Bin auch nicht eingebrochen. Rufen wir das, ja, wenn guck, du die Höhle findest. Da ist die Höhle. Eine super guck, Höhle. Guck. Dann nehmen wir halt die, wenn wir keine andere finden. Naja, kein Platz. Also irgendwo da oben muss sie sein, aber ja. Geht weiter. Ah, schöner Wind, schön kühl langsam da oben, jetzt ist es wunderbar, ich bin oben ohne, weil ich schwitze, aber zum Glück sind wir früh los. Schätze, wir sind etwa auf 800-900 Meter, es ist viel, viel kühler da, auch wenn immer noch warm, aber super schöne Aussicht. So, wir haben die Hauptpiste verlassen, sind auf einer Nebenpiste und die sollte runterführen in die Schlucht. Und dann gibt es da auch eine Piste wieder zurück. Ich hoffe, die ist nicht verwachsen. Kleine Schweinchen, da hat sich jemand zurückgezogen. Und lebt da, offenbar, und die Schweine kommen her. Schweine im Angriff. Nancy, nein. Diese Schweine. Schweine im Angriff. Nancy, nein. Diese Schweine. Nein, Angie. Noch ein Nachzügler,
Da oben ist die Muttersau, die haben ein schönes Leben, muss ich sagen. Ich glaube, die gehen alle weg, weil sie Angie gesehen haben, die zum Glück hört. So, das ist tiergerechte Haltung, so müsste das sein. Ah, und auch Kühe, endlich sehen wir Kühe. Ach, die haben es schön, wunderbar. So, jetzt geht's langsam in die Schlucht rein. Und dann hoffentlich in der Schlucht wieder zurück nach Maps.me. Aber das weiß man wie. Unser Schluchtweg hat sich als Wanderweg vermutlich erwiesen, kaum passierbar, ist eingezeichnet, weiß gestrichelt, dachte es sei eine gute Piste, ist es aber nicht. Das heißt jetzt 20 Kilometer Umweg statt 10, ja, und es wird wärmer unten, ja, mal gucken, ob wir das überleben. Also die Landschaft ist ein Traum und so eine Hütte sollte man haben. Ein Engi, die Spätele, hä? Ja. Wie ein Swimmingpool für Hunde, oder? Schön. So, the never ending way, wir sind etwa 5 Kilometer wieder weiter. Aber ja, das zieht sich voll in die Länge. Also hier Offroad-Pisten bis zum Abwinken mit einem kleinen 4x4 perfekt. Wenn er zu groß ist, dann ja, geht's nicht da. Gibt andere Pisten, die sind besser. Holztransporter, ja, ja, das Holz habe ich gesehen. Oh, der hat aber einen schönen Weg vor sich. Und wir auch noch. Es sind nämlich immer noch 18 Kilometer. Es waren mehr. Das andere war ein Wanderweg. Ja, Schwitz, Schwitz. Oh je, mein Akku hat noch 22%. Hey, jetzt bin ich wieder 3 Kilometer hochgefahren. Und jetzt geht es da wieder ein bisschen hoch. Ich hoffe, dass es dann nur noch runter geht. Hey. Wir haben noch 16 Kilometer vor uns und langsam ist die Sonne ganz oben, es wird heiß. Naja, wenigstens geht der Wind. Angie ist auch immer noch dabei, wenn auch nicht mehr so schnell. So, wir haben es bald geschafft, noch 3 Kilometer, aber wir müssen immer wieder Pause machen für Angie und jetzt sind wir endlich wieder mal an einem Bach, damit sie sich abkühlen kann. Es ist nämlich ja nicht ganz so heiß, kühler Wind zum Glück, aber trotzdem heiß, ja. So, wir haben die Tour geschafft, jetzt sind wir aber im Gefängnis eingesperrt. Nein, wir gehen die Höhle besuchen. Nach einer kurzen Pause. So, leider nichts auf Englisch. Wir verstehen natürlich kein Wort. Aber unsere Augen werden alles verstehen. Ja? Groß, groß, große Höhle. Wunderschön. Ja, ja, da wurden natürlich viele Steinwerkzeuge gefunden. Aus ganz alten Zeiten. Thank you.
где паркинг. Оно без объявления. Там вниз есть такой, тоже такая зеленая вода. So, wir fahren weiter. Diese kleine See, der war mal viel gefüllt, hat man mir gesagt, aber die verwenden jetzt, das Wasser wird umgeleitet nach Bohr zu dieser Kupfermine, die wir vorher mal gesehen haben. Ja, überall wird Wasser gebraucht und ja, für solche Dinge verwendet. So, wir fahren jetzt 90 Kilometer Offroad, diese Offroad-Strecke, die wir gestern, also nur den Anfang mit dem Fahrrad gefahren sind, die führt dann wieder zu einer, ja, kleineren, geteerten Straße, gehe ich mal davon aus. Und wir fahren jetzt hoch zu einem Viewpoint und da werden wir frühstücken. Und so sieht das dann aus. Ja, die Piste ist gut befahrbar, es ist breit genug, Bäume wachsen. Jetzt ist mir gerade der Kaffee über die Beine vom Schütteln. Wachsen nicht zu weit in die Straße. Ein paar Hauswaschungen gibt es halt immer wieder, aber hier regnet es glaube ich nicht so viel. Zumindest im Sommer nicht. Untersetzung, das ist 1,5. Das ist da am besten. Weil 2 ist zu hochtourig, zu niedertourig und 1 zu hochtourig. Deswegen dritte Untersetzung. Vom Grand Canyon. Nein, es ist ein bisschen kleiner, dieser Canyon, aber gestern waren wir schon mal da und jetzt sind wir mit dem Camper da. Herrlich. Thank you.
Ja, das war es wieder von mir. Im nächsten Video geht das Abenteuer weiter. Wir sind da richtig in den Dschungel, sage ich mal, in die Büsche rein, enge Straßen und so weiter. Ja, war ein richtiges Abenteuer, ist noch nicht allzu lange her, 2 Tage oder so. Ja gut, das ist dann als nächstes dran und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich bin auch froh für jede weitere Verlinkung und Empfehlung. Okay, und bis später oder bis bald. Tschüss.